Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück. Ich habe etwas für euch getestet. Etwas, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute bei euch interessieren wird. Und zwar, wie verhalten sich die verschiedenen Lobbys, wenn man mit einem Hauptaccount spielt, also einem normalen Account, mit einem Neffen-Account und mit einem Neffen-Account mit dem Hauptaccount zusammen. Und da gibt es irgendwie immer wieder so ein paar Leute, die sagen, dass man mit einem Neffen-Account, wir haben uns hier einen angeschafft, der heißt Waffeleisen, der hat eine ganze Runde gut gespielt bisher und ich glaube in 100 Runden von den Statistiken, ich blende euch die Statistiken auch mit dem Video ein, hat er halt in die Schnauze bekommen. Und diesen Waffeleisen-Account nutzen wir jetzt seit 4 Wochen mittlerweile und haben den, wenn wir mit Zuschauern spielen oder in der Gruppe spielen, mit 4, 5 Leuten dabei. Das heißt, das Skill-Based Matchmaking und ihr seht eben das Footage. Das erste, was ihr seht, ist normale Lobby-Shipment, normaler Account. Zweite Lobby ist, und das nehme ich schon mal vorweg, die einfachste Lobby gewesen. Das war nur der Neffen-Account und ich. Und die dritte Lobby war dann auf dem PC mit ganz Standard-Settings nur der Neffen-Account. Und komischerweise war die Lobby mit nur dem Neffen-Account, ohne alles andere, was eigentlich eine absolute Bot-Lobby sein müsste, die kompliziertere, schwierigere zu spielen als die zweite, wo der Neffen-Account mit meinem Hauptaccount drin war. Und da gibt es irgendwie ganz viele Mythen, die ich ganz gerne so ein bisschen aufklären möchte und die ich da so ein bisschen erklären möchte sozusagen. Das erste, was man dazu sagen muss, und das sieht man eben auch in den Gameplays, das normale Skill-Based Matchmaking greift ein, sobald ihr mit eurer KD über 0,6 seid. 0,6 ist tatsächlich so dieses Gardemaß. Alles, was darüber ist, wird in diesen kleinen Topf von Lobbys nur noch geworfen, die wirklich sehr anstrengend sind und die in einem Public Game, was nicht darauf ausgelegt ist, competitive zu sein. Competitive hätten wir in CDL zum Beispiel. Ja, wir spielen hier keinen CDL, wir spielen hier Public, wir spielen hier aus Spaß, wir spielen hier um kein Geld. Da hat so ein Skill-Based Matchmaking nicht zu suchen. Der einzige Grund, warum Skill-Based Matchmaking in dem Game ist seit 3 Jahren, ist, dass es all die Casuals anzieht, all die Leute, die jetzt wirklich nicht gut sind, damit die ein besseres Game-Erlebnis haben, damit die mehr im Shop ausgeben. Das ist der einzige Grund, warum Skill-Based Matchmaking gibt. Es geht nicht darum, irgendwelche Anfänger zu schützen. Dafür könnte man Protected Brackets machen, das machen sie nicht. Dafür könnte man Level Cap machen, das heißt bis Level 50 kann ich in geschützten Runden spielen, wo kein anderer reinkommt und dann werden die sozusagen ins normale Matchmaking getan, auch das machen sie nicht. Der einzige Grund für Skill-Based Matchmaking ist Geld und das war's. Also, man kann das ganze Skill-Based Matchmaking ab 0,6er KD mit einem normalen Account nicht mehr umgehen, es sei denn man tötet sich 5, 6, 7 Runden bzw. lässt sich in Runden töten, dann ist es durchaus so, dass das Matchmaking sieht, oh, der hat Probleme. Und dann kommt dieses Engagement Optimized Matchmaking ins Spiel, was sagt, der Spieler X soll länger in der Runde drinne bleiben. Ich will nicht, dass er jetzt quittet. Wir geben ihm jetzt eine einfachere Lobby. Eure Stats der letzten Runden werden gezählt und dann kriegt ihr eben eine Durchschnittslobby, die deutlich einfacher ist als die davor. Euer Dopamin schüttet sich wieder aus, euer Erfolgserlebnis, ihr habt eine gute Runde, ihr zerstört die Runde, ihr bleibt dran. Und so läuft das Engagement Optimized Matchmaking. Das heißt, wir alle, die spielen, werden damit sozusagen manipuliert. Von Activision, Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer, keiner spricht darüber. Es wird verboten sein. Falls ihr euch mal informieren wollt, wer dieses Matchmaking eigentlich macht, das ist das Unternehmen Daemonware. Gibt es auch auf Twitter, da kann man den folgen. Dann kann man, was früher welche gemacht haben, 5 Runden sich gegen sich selber töten und dann eben 5 Runden hat man einfache Runden und dann ist das Matchmaking wieder normal und wieder 5 Runden töten. Das macht natürlich keiner, weil sitzt ihr ja 10 Stunden dran für 3 Stunden spielen. Die zweite Option ist, was viele mittlerweile haben, ist ein Neffen-Account, ein Bot-Account, sonstiges. Dieser Neffen-Account soll eure Durchschnitts-KD. Ihr habt eine 1er KD, der Bot-Account hat eine 0,1er KD zum Beispiel, 1,01 ist 1,1 durch 2 ist dann 5,5. Sagen wir, ihr habt eine 0,55 KD dann in der Party, mit der ihr sucht. Dann soll das Matchmaking erkennen, okay, hier ist ein wirklich schlechter Spieler, da können wir dem jetzt nicht so eine richtig krasse Lobby geben, die sie dann mir geben würden. Geben wir ihm eine Durchschnittslobby. Und viele denken, ohne dass sie einen haben, ohne dass sie es getestet haben, ohne dass sie Ahnung haben, das bedeutet automatisch, man spielt gegen körperlich, geistig Beeinträchtigte, gegen kleine Kinder, gegen die schlechtesten Spieler der Welt.
Und wenn ihr euch jetzt zum Beispiel das Gameplay, das zweite und das dritte anguckt, das ist ja mit dem Waffeleisen, so heißt es, weil es ist ein Insider, mit dem Bot-Account seht ihr eins, es ist nicht einfach irgendein Noob-Gebäsche oder sonstiges, sondern es ist von der Verbindung besser, denn Skill-Based Matchmaking sucht Spieler, egal woher die kommen, die ähnliche Stats haben wie ihr. Nicht ähnlichen Skill, ähnliche Stats. Wenn ich eine 2er KD mit der Minibug habe, dann kann die auch jemand anderes mit der Minibug haben, aber der muss nicht genauso gut sein, vielleicht campt er dafür. Das ist ja ein anderer Skill dann sozusagen. Und ihr seht es an den Runden relativ deutlich und leider gibt es ja immer noch keine Stats, die wir aus dem Multiplayer von anderen Spielern oder Warzone irgendwie aufgreifen können. Das heißt, da geht viel nach Gefühl, man guckt sich an, wie viel Kills man am Ende der Runde hat, der Flow. Und ihr seht es, in der zweiten Runde kann ich relativ unbeschwert durch die Map laufen und einfach mit Movement, Aim und dem Skill, den man seit Jahren sich angeeignet hat, besser sein als andere in dieser Lobby. Allerdings bekommt man diese normalen Lobbys, und das sind die normalen Lobbys, die wir seit 18 Jahren hatten. Bis vor 3 Jahren gab es kein Skill-Based Matchmaking. Und es gibt immer Leute, die sagen, na doch, es gab Skill-Based Matchmaking. Das einzige COD, was dieses strikte SBMM jemals hatte, vor MW19, war Call of Duty Advanced Warfare. Sledgehammer Game. Da ist es implementiert worden. Alle anderen Games hatten ein Team-Balancing-Matchmaking. Da hat denn das Matchmaking versucht, die Teams ordentlich zu balancen. Aber, und das hat David von der Haar, der Lead-Entwickler von Treyarch, vor vielen Jahren gesagt, Ping is King. Das bedeutet, es wird nicht zuerst darauf geguckt, welche Stats der mögliche Gegner hat, der mit euch in eine Lobby gemischt wird, sondern welchen Ping zu dem nächsten Server hat der. Und dann hat das Matchmaking eben 10, 11, 12 Spieler gesucht, die alle einen guten Ping zu diesem einen Server haben. Das haben wir mittlerweile auch nicht mehr. Umso höher ihr in der SBMM-Bracket seid, das heißt, umso schwieriger die Runden sind, umso höher ist auch der Ping, denn gute Spieler gibt es weniger als schlechte Spieler. Und wenn für euren Skill nur noch Spieler aus einer oberen Kategorie in Frage kommen, sind es halt weniger Spieler zur Auswahl. Und damit das Matchmaking euch ordentlich matchen kann, werden Spieler aus anderen Regionen gesucht. Das heißt, ihr spielt dann nicht nur gegen Deutsche, sondern auch, dann geht es schon in Entfernung, Italien, Frankreich, Großbritannien. Ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Shipment jetzt schon Araber hatte, die Arabisch gesprochen haben, wo ich jetzt natürlich nicht weiß, ob die aus Saudi-Arabien oder dem Arabischen oder Fernost kommen, wo man aber davon ausgehen kann, mit arabischen Namen, mit arabischen Sprachen und. Und jedes Mal, wenn ich mit solchen Leuten in der Lobby bin, lecken die und ich spiele mit Paketverlust auf dem 70er, 80er, 90er Ping. In einem Multiplayer-Paketverlust ist ja nun wirklich erst seit Vanguard generell ein großes Problem. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass gerade das Thema Paketverlust mit der Telekom zu tun hat, anscheinend. Und mit dem Routing der Telekom. So, das hilft aber trotzdem nicht, wenn ich währenddessen mit einem 100er oder 90er Ping spiele, weil jemand die ähnlichen Stats hat wie ich, der aber 3000 Kilometer von mir entfernt ist. Und Neffen-Accounts oder Bot-Accounts, wie ihr es nennen wollt, helfen dabei, dass ihr mit eurem Account in eine niedrigere Bracket kommt, damit dort der Ping besser ist, die Connection besser ist und, das muss man ehrlicherweise sagen, das gesamte Game-Feeling. Auf Shipment mit einer Minibug aus Spaß rumzulaufen, ohne jetzt anzufangen, irgendwie auf YouTube den persönlichen Rekord, ich habe 890 Kills gemacht und dann so zu tun, als wenn das in der normalen Lobby wäre. Das ist das, was Spaß macht, das 18 Jahre Spaß gemacht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jeden Einzelnen verstehen, der sich so einen Neffen-Account anschafft, der läuft dann über den PC und ihr spielt auf der Konsole oder ihr macht euch einen auf der PS5, einen auf der PS4, das geht alles. Ich kann jeden mittlerweile verstehen, der sich einen anschafft, weil das strikte Matchmaking in MW2, in einem Game, was keine Skill-Gap mehr hat, wo jeder schlechte Spieler jeden guten Spieler automatisch eigentlich töten kann, ist so anstrengend auf Dauer, dass ich jeden, wirklich jeden verstehen kann, der sich das zunutze macht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man, wenn man alleine mit einem Neffen-Account sucht, bessere Lobbys bekommt, als wenn nur der Neffen-Account sucht. Jetzt hätte ich natürlich mit dem Neffen-Account nochmal vor der Aufnahme der Runde 5 Runden ihn töten lassen können, denn wäre es sozusagen frisch gewesen, das habe ich auch festgestellt. Wenn man sich frisch töten lässt, hält die Wirkung dieses Neffen-Accounts länger an
und irgendwann hört es dann auf. Warum auch immer, da habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Noch eine kleine witzige Info für euch Leute. Ich habe jetzt nicht vor, auf TikTok der nächste TikTok-Star zu werden, aber ich habe einen TikTok, wo ich eine gute Plattform gefunden habe, um coole Sachen aus den Streams als Clip einzubauen. Würde mich freuen, wenn ihr auf TikTok da ein kleines, dickes Follow da lasst. Dann habt ihr nämlich, selbst wenn ihr die Streams auf Twitch nicht schauen könnt, immer die Möglichkeit, euch wirklich Shortform-Content anzugucken, der teilweise lustig ist, teilweise informativ. Das heißt, so Fazit des Ganzen, Neffen-Accounts funktionieren, ihr spielt trotzdem nicht automatisch gegen Bots oder habt automatisch Bot-Lobbys, genauso wenig wie VPN-Bot-Lobbys bringen. Es wäre cool, wenn Leute, die darüber sprechen, das auch machen mit Hintergrundwissen und nicht einfach, ne, ich habe gesehen, das ist eine Bot-Lobby, das ist alles VPNs. So funktionieren diese ganzen Mechaniken nicht. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.